So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Lucky in Spawn. Ich bin euer Bombe und wir zocken heute mal wieder ganz normal und gemütlich Rocket League, Leute. Aber erstmal die Werbung von unserem Sponsor. So, Freunde, ihr kennt das alles bereits. AOEAH.com, eine geile Seite für Ingame-Items, unter anderem eben auch für Rocket League. Und bei eurem nächsten Einkauf dort erhaltet ihr mit dem Rabattcode BOMBAY 3% Rabatt. Also geht erstmal schön shoppen. So, Leute, da bin ich ja wieder am Stissel. Ich bin euer Bombay, a.k.a. der Mac. Und wir zocken heute mal wieder ein paar Runden ganz gemütlich Rocket League, Leute. Das haben wir tatsächlich jetzt schon seit einer Woche nicht gemacht, weil die letzte Folge war spezial und die normale Folge davor kam halt in der letzten Woche. Also, Leute, tatsächlich eine Woche her. Ich zeige euch erstmal Kamera-Settings. Dann zeige ich euch noch meine Steuerungssettings. Und bin ich warm gespielt oder gut drauf? Nein, keins von beiden. Ich kann wirklich nur hoffen, dass das Glück heute so ein bisschen auf meiner Seite steht, weil ich bin in letzter Zeit echt ein bisschen in Hektik, Freunde, weil ich kaum Zeit für irgendwas habe und deswegen muss ich die Aufnahme jetzt auch irgendwo so zwischenquetschen. Deswegen habe ich auch keine Zeit, mich hier groß warm zu spielen oder so. Ihr seht hier meine Ranks. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen alle nochmal eben auf die Knie und beten zum lieben Herrgott, dass das heute alles vernünftig über die Bühne geht. Denn wer die Streams gesehen hat, weiß, auch da lief das nicht gut. Und ja, ich suche mal das erste Spiel, Leute, wir sehen uns da. So, Party People, wir sind am Stissel in einem 2 gegen 2 und ich spiele zusammen, wenn er denn reinkommt, mit Never Try to 1v1. Geil. Da ist der Name auf jeden Fall Programm, ey. Und ein wirklich guter Tipp fürs Leben tatsächlich. So, er fährt nach rechts, dann kriegt er den Ball nach rechts. Ich bin links, er fliegt nochmal nach, versucht da den Pinch rauszuholen. Ich geh mal direkt für den Double oder direkt aufs Tor, schade. So, wir machen hier direkt mal Druck in der Anfangsphase. Wir zeigen hier direkt mal, wer hier der Herr ist am Platz. Oh, schade, er hätte nämlich nice mit Pre-Jump geholt. Oh! Muss zurück. Nice. Aber ich habe leider... Oh, ich habe keinen Boost, Junge. Hier, mach rein, Junge. Oh, stark, ey. Alter, war ich am struggeln. Keinen beschissenen Boost gehabt. Ja, lass ihn ruhig. Macht er nicht. Ja, ich habe ihn rechts gesehen. Ich habe auch gesehen, dass er einen hinter mir kam. Ja, Mate, versuch nochmal. Nice, Junge. Kannst du nochmal? Oh, schade, ey. Wir blocken ihn. Wir haben ein bisschen Zeit. So, dann zerstören wir ihn. Und der Mate besteht. Nice. Links rüber. Oh, das war jetzt nicht so gut. Oh. Easy, Junge. Mate, knall weg, das Ding. Mach nur so. Oh Gott, was für ein dreckiger Scheißball, ey. Ich bin hier erstmal 40 Minuten in der Luft. Ich muss aber ganz schnell recovern hier. Jo, Mate hatten. Oh, da kommt er echt nur dran, ey. Hat er nur den Flip gehabt von oben. Schön gegen die Laufrichtung von dem zweiten. Weil ich wusste, der zweite kommt auf jeden Fall dran. Was? Wieso ist er denn nicht... Ja, sorry. Kaputt gegangen da. Nice. Oh, fast den Pinch noch rausgeholt mit dem Mate. Oh, sorry, Junge. Sorry. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass der den sofort ins Tor kriegt. Aber egal. Ja, dann bleib ich dran. Nur mal um Druck zu machen. Ich habe auch den Boost. Und mess ihn da so ein bisschen ab. Ich musste springen, ey, der war direkt hinter mir, der Penner. Mate? Ah, schade, der war ein bisschen weit hinten für den Pass. Oh, fuck.
Und ihr seht, ich bin wieder umgestiegen auf PS4-Controller, kein Problem. Ich wechsle im Moment so ein bisschen. Eigentlich komme ich mit dem PS4-Controller besser klar. Tatsächlich. Einfach weil der ist leichtgängiger. Nächstes Mal. Ich muss ein bisschen auf den Mate warten. Der da für den Bump geht. Der, also der andere Mate. Oh, Nutten! King, Leute. Da kann ich nicht direkt hinterher. Müssen wir so holen. Ich lass durch für den Mate vielleicht. Ah, ich krieg den nur so affig. Oh, und er kriegt wieder die Dämmung. Ja, bleib ruhig dran, Junge. Ja. Spitzer Winkel. Ja. Nice try, nice try. Minion. Mate muss ihn eigentlich haben. Oder nicht, aber passiert noch nichts. Passiert auch da nichts. So, Junge, jetzt hast du was. Du hast Boost und Ball. Ich hab. Und ich hab keinen Boost und den scheiß Ball. Und dann kommt sowas dabei rum. Nicht. Schönes 50, Mate. Ach, Mate ist drüben. Ja, okay. Ja. Und dann so. Oh. Da passiert aber nichts. Mate, kleiner, nice. Boah, komm, Junge, einen guten Angriff. Wir sind hier wieder drin. Aber das sieht gerade nicht danach aus. Ich lege nochmal zurück für ein Mate. Na, scheiße. GG. Egal. So, Leute. Zweites Spiel 3-3. Jetzt geben wir mal ein bisschen Mühe, würde ich sagen. Wa? Wird Zeit dafür. Mate. Nice. Auf den Mate ist Verlass, ey. Er spielt mit. Da passiert gar nichts. Yo. Hoch für mich. Nochmal Wand. Oh, okay, nice. Backboard kommt sehr schön zurück. Keiner da! Keiner da in Kanada, oder was? Schade, ne? Nur nice aufs Tor, okay. Das Maximum rausgeholt, was ging. Okay, die Dämme nicht. Was für ein Pre-Jump, ey. Da kann ich nicht hin. Jo, jo. Ah, oh, spiel nach außen. Mit. Einer hin. Oh. Jo. Mate. Oh. Das ist heftig und das kann man dann leider auch nicht mehr ausgleichen, so ein Fehler, ey. Aber es passiert. Bei denen springt natürlich dann auch mal einer vorbei. Nur, dass wir dann davon gar nichts haben. Schön. Julia. Nee, ich dachte, der kommt vielleicht. Decke. Geht nicht. Yes. Ja, aber Hunger. Wie ich nicht direkt aufs Tor schade. Kann der Mate nicht mehr hinspielen, scheiße.
Nur. Kann ich nichts mehr machen, aber irgendwie läuft das Spiel hier richtig scheiße, Mann. Wenn ich das mal so ausdrücken darf. Einmal Quick Kickoff. Bringt aber gar nichts, weil meine Mates irgendwie, wo sind die? Was machen die, ey? Nice, den Abstauber, ey. Boah, überleg mal das Ding direkt. Direkt ins Tor auf Fresse, ey. Ja, wir sind natürlich beide hier hinten. Oh, schön. Mate war da. Versuchen mal Boost zu sparen beim Weg nach unten. Und Mate. Kann ich nicht hin, Mate. Nur mal irgendwie zu dem Blick nochmal. Ah, hätte echt einfach nur mal nochmal ablegen müssen. Mate, mal knall reiner Dingen. Oh, er schießt genau auf den Mann. Mate, nochmal. Er ist auf jeden Fall vor mir da. Geil. Muss ich die Scheiße hier wieder alles machen, Mann, ey. Ast rein vorbeigesegelt, da der eine. Mate. Mate ist hinter mir, nice. Hätte ihn eigentlich auch wieder direkt zu mir nach außen legen können. Mate geht hoch. Nice. Nochmal Mitte das Ding. So kann ich nicht. Hätte ich das gewusst, ne? Aber das weiß er ja nie. Jo, jo. Und direkt wieder hier hin. Demo da? Sorry. Nate wollte den Boost haben, aber machte nichts. Genau da. Und hin. Ich wollte halt richtig übel faken. Aber ich war ein bisschen zu nah. Oh, scheiße. Der war auch very, very, very important. Nein, er fliegt vorbei. Ach, Mann, ey. Komm. Direkt nach vorne. Ich fahr nur vorbei. Jo, jo. Ach. Ich lass mal hier den Boost für Mate. Kann er haben. Auch da wieder, da kann ich dann nicht mehr viel machen, ey. Der Mate hätte ihn ja, natürlich haben müssen, aber ist halt auch ein schwieriger Ball für den Mate, ne? Also egal, Karl Analkanal, sag ich da, Leute. Letztes Spiel. So Leute, willkommen zum letzten Spiel und mir fällt ein Stein vom Herzen, denn wir hatten heute kein verficktes 1 gegen 1. Dafür haben wir im letzten Spiel nochmal ein 2 gegen 2 mit dem Legend Drago. Drago, Drago, wie auch immer. What ever, nice. Schade. Aber hat der Mate. Oh, das wird wahrscheinlich ein Tor. Außer er verkackt, er verkackt aber nicht. Ja, da hätte ich eigentlich nicht drauf gedurft, weil mein Mate da ewig lange in der Luft war. Hätte ich lieber shadowen sollen. Mate. Mate springt am Boost vorbei. Einmal Backboard. Ein
50 gewesen. Können wir hin. Nate spielt mit, gefällt mir. Und jetzt bringen wir einfach Mitte. Dann ist das Ding drin. Nate nach links. Dann kriegt er irgendwie nach links. Ah, er muss hin. Stark. Stark gespielt, ey. Nate will faken. Guck mal. Können wir machen. Pass ist ganz nice, aber der Nate ist früher da. Ach, das gibt's nicht, ey. Das gibt's doch einfach nicht, ey. Wie kannst du denn... Was für ein Lack. Und er will sofort wieder aufgeben. Dude, Alter, ey. Hab doch mal ein bisschen Eier in deinem komischen hohlen Sackgefäß. Da kann ich wieder nichts. Wo sollte ich mich anstellen? Ja, so OMG, weißt du, was soll ich mit da mit dem Ball anstellen, ey? Boah, schade, ey. Wäre das stark gewesen, aber war trotzdem ein guter Pass. Wieder nach links. Schade. Nochmal. Oh, was für ein geiler Double, Alter! Geil, ey. Minne, geil. Geiles Ding, ey. Stark, beide hinten. Ah, ich wollte ihn dann noch wenigstens. Oh, der hat sich so heftig vertan. Ich wollte auf den Bomb, das war gar nicht nötig, ey. Ich hole nur den Boost hier. Oh, fuck, sorry, ey. Den hätte ich haben können. Nate wieder links, da hat er. Auf Silbertablett kriegt er. Komm, Junge. Oh! Oh! Ich krieg nicht drauf. Mein Gott, ey. Oh, nice. Mein Gott, ey, lande doch. Okay. Ich bin vorbei. Ich sehe nichts. Mate, mach rein das Ding. Ja, free goal, ey. Schießt du, sagt er. Ja, da kommt leider nicht. Oh, ja, da wollte ich jetzt die Demo haben. Nichts. Erstmal. Nee, Junge, startet direkt durch. Und da blockt er ihn halt wieder nicht. Nice. Weiter. Nate. Schön, den direkt was mitmachen. Wenn du jetzt noch reinmachen kannst, wir hauen den mal so. Ich habe halt null Boost, ey. Kann er wieder nicht
nicht allzu viel hier damit anstellen. Das erstmal durch. Na, hat er ihn da. Oh, nice, ey. Ja, der Mate ist ein bisschen toxisch, aber das ist in Rocket League keine Seltenheit, ne? Und die anderen vier hat er sehr gut abgewehrt, ne? Muss man natürlich auch dazu sagen. Oh, ist das ein Typ, ey. Ja, und er hat halt zwischenzeitlich schon echt verkackt zu spielen. Also er hat aufgehört zu spielen, hast du halt schon in der Zwischenzeit gemerkt. Da wurde er schon so ein bisschen toxisch. Also das ist wieder so ein 9-Jähriger. Man stellt sich mal einfach vor, wenn man diese Spieler halt nicht hätte, ne? Sondern Leute, die wirklich die ganze Zeit mit dir an einem Strang ziehen, so, das wäre einfach ein Traum. Aber das wird in Rocket League wahrscheinlich niemals passieren. Weil leider 70% der Spieler einfach 9-Jährige sind, Freunde. Die ein bisschen Taschengeld von Mami bekommen haben und sich davon Rocket League holen. Egal, Freunde, will ich mich nicht drüber aufregen, tue ich auch gar nicht. Ich bin ganz smooth drauf. Hat mir eigentlich echt Bock gemacht, heute zu spielen, obwohl wir 3 Spiele verloren haben. Macht gar nichts, Leute. Der Double Touch war mega. Freunde, wir sehen uns demnächst bei Lucky in Spawn oder Lucky in Stone. Heute im Anschluss natürlich auch wieder der Stream, Leute. Würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Ich war euer Bombay, a.k.a. der Mac. Und ich bin wieder raus. Bis dahin.